Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Andi, Host dieser Show und Gründerin der gewaltfreien Kommunikation als innere Praxis On- und Offline-Trainings. Willkommen zu Living Compassion, Hashtag GFK mit Andi, dein Podcast voller Inspiration, Strategien und Motivation, dein Leben und deine Beziehungen aus vollem Herzen zu gestalten. Ja, auch wenn es mal so richtig eng wird. Also, lass uns direkt loslegen. Ja, hallo an alle, hallo an dich, vor allem Gerald. Voll schön, dass du da bist. Du bist mein zweiter Gast in meiner Reihe Living Compassion, gewaltfreie Kommunikation und Achtsamkeit. Ja, GFK mit Andi in Begegnung mit Menschen. Ich hab mir vorgenommen, so in den letzten Monaten, dass ich Menschen einladen mag, die mich immer wieder mal so immer wieder inspirieren, die über den Weg laufen und in Form von Büchern, in Form von Seminaren und Trainings. Und das tust du schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Du bist, du hast Biologie studiert, Neurobiologie studiert, Tierphysiologie studiert, habe ich gestern noch nachgelesen. Und deutscher Hirn, also du bist in Deutschland, ich bin in Österreich, Hirnforscher und hast dich fokussiert auch auf die Auswirkungen frühkindlicher Erfahrungen auf das Hirn, unter anderem, und bist Buchautor, hast 3 Initiativen ins Leben gerufen, die gerade sehr präsent sind, die Akademie für Potenzialentfaltung, Lernlust jetzt und Liebevollpunkt jetzt, da komme ich später nochmal drauf, falls die Zuhörerinnen und Zuschauerinnen da mal reinschauen wollen. Genau, und unter anderem möchte ich direkt starten mit einem Buchtitel, der so ein bisschen im Kontext zu meinem, also mein Fokus in der gewaltfreien Kommunikation ist so die innere Arbeit, gell? So der Ort vor dem Wort sozusagen, die Bewusstseinsarbeit vor dem Kommunikationsprozess, Living Compassion, gelebtes Mitgefühl. Und ein Buch, das du übersetzen lassen hast ins Englische, die Bedienungsanleitung oder eine Bedienungsanleitung für das menschliche Hirn, heißt The Compassionate Brain. Und da bin ich ganz neugierig. Was sagst denn du da so? Mitgefühl und Hirn, der Kontext, wie spielt das zusammen? Was passiert da? Das ist ja schon, also erstmal schön, einen wunderschönen Tag, alle, die uns hier schauen und zuhören. Ich freue mich, dass wir Gelegenheit haben, uns da jetzt so ein bisschen auszutauschen. Ja, wenn man so lange arbeitet wie ich, kommt dann auch einiges dabei raus. Das kann man irgendwie gar nicht vermeiden. Aber mir hat das immer Freude gemacht, rauszukriegen, wie das Gehirn funktioniert, wie diese Nervenzellen miteinander interagieren und dann auch wie Menschen unterwegs sind und wie die miteinander interagieren. Und deshalb bin ich dann eben so ein Hirnforscher geworden, der sich nicht nur ums Hirn kümmert, sondern eben auch um den Körper, der an diesem Hirn dranhängt, der hat mich auch interessiert. Und dann eben auch um diese sozialen Beziehungen, in die jeder Mensch eingebettet ist und die dann die entsprechenden Erfahrungsräume bilden, wo der seine Erfahrungen sammelt, die dann im Hirn in entsprechenden Netzwerken verankert werden. Also so ist dieses ganze Bild zusammen. Und dann habe ich natürlich angefangen, so Bücher zu schreiben. Meine Fachkollegen fanden das nicht so lustig, weil es für so eine Art von Hirnforschung, wo man den Körper und auch noch die sozialen Beziehungssysteme mit einbezieht, gibt es keine akademischen Fachzeitschriften, da gibt es keine Spezialgebiete. Das ist sozusagen genau das Gegenteil von dem, was in der Wissenschaft schon seit vielen Jahrzehnten stattfindet. Die spezialisieren sich auf immer engere Fachgebiete, und was ich da gemacht habe, war sozusagen so ein enges Fachgebiet zu verlassen und in die Randbereiche und überall dort, wo das Fachgebiet auch noch mit hineinstrahlt, vorzudringen. Und dann heißt es immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten und kümmere dich um das, was du gelernt hast, und halt uns hier nicht Vorträge über Soziologie, dafür gibt es spezielle Leute, und auch nicht über Physiologie, dafür gibt es auch spezielle Leute. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, dann lasse ich diese akademische Auseinandersetzung einfach links liegen und schreibe das, was ich dazu sagen habe, eben für Leute, die nicht unbedingt Akademiker sein müssen. Und dann kommen populärwissenschaftliche Bücher raus.
Und das war dann meine, sozusagen die zweite Hälfte meines Wissenschaftler-Daseins. Ich selbst für mich sage, da bin ich erst richtig zum Wissenschaftler geworden, weil ich das so viel gelernt habe in dieser Zeit, wo ich lernen musste, mich auch so auszudrücken, dass die Leute mich verstehen. Das ist nicht selbstverständlich, dass man das kann. Und dann habe ich eben angefangen, diese Bücher zu schreiben, weil mich immer irgendein besonderes Thema sehr interessiert hat. Dann waren diese ganzen Erkenntnisse über die Biologie unseres Hirns in den 90er Jahren ja so richtig hochgespült worden. Diese Neuroplastizität, die ständige Umbaubarkeit des Gehirns wurde deutlich. Die soziale Einbindung und die sozialen Erfahrungen und wie die im Hirn verankert werden, sind dann stärker untersucht worden. Und dann habe ich gedacht, okay, da braucht es eigentlich mal so ein Buch, wo den Leuten erklärt wird, was da alles schon bekannt ist. Und dann sucht man einen Titel und das war irgendwie auch eher ein witziger Titel, sollte das sein. Bedienungsanleitung für ein menschliches Hirn. So ein bisschen geschrieben für solche Leute, wie sie unsere Presse und auch die Medien manchmal so offenbar im Blick haben. Also Idioten, die für jedes und alles eine Bedienungsanleitung brauchen. Die selbst zu dumm sind, mal irgendwie rauszufinden, wie was geht, sondern überall fragen sie, wie geht denn das und wie muss ich das machen? Na, du bist jetzt schwanger, du weißt, was du für einen Haufen Einladungen und Aufforderungen und Informationen kriegst, was du jetzt alles während der Schwangerschaft zu tun und zu lassen hast, damit das mit dem Kind, da, mit dem ungeborenen Kind auch alles ordentlich gut geht. Das ist eigentlich eine Zumutung, aber in so einer Gesellschaft sind wir gelandet und deshalb hat das ein bisschen sarkastisch gemeint, Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn. Und das geht dann auch so los, dass ich sage, na, das, wir machen das hier wie bei der Waschmaschine. Erstens einschalten, zweitens und so weiter. Und so ist dann auch der Aufbau, aber das sollte alles irgendwie ironisch sein. Und dann ist das hier ziemlich gut gegangen, das Buch. Und dann haben sich die Engländer oder Amerikaner dafür interessiert, also solche Verlage, und wollten das übersetzen. Und dann wurde plötzlich deutlich, die verstehen diese hintergründige Ironie nicht. Und dann musste ich das noch ein kleines bisschen umschreiben. Und dann kamen die aber mit einem Titel, die hatten den Inhalt verstanden. Und der Inhalt heißt, unser Gehirn ist eigentlich ein soziales Organ. Es wird aufgebaut und in seiner Struktur herausgeformt durch die mit anderen Menschen gemachten Erfahrungen. Und manchmal sind das unangenehme Erfahrungen und oft manchmal auch traumatische Erfahrungen, aber oft sind es eben auch sehr kräftigende und stärkende Erfahrungen. Tatsache ist, dass wir ohne diese Erfahrungen und dieses Wissen und das Können, das wir von anderen überleben, überhaupt nicht leben könnten. Also die Vorstellung, der Mensch sei ein Einzelwesen, ist ein absoluter Blödsinn. Und ein einzelnes Hirn gibt es auch nicht, ein einzelnes menschliches Hirn, sondern da hängt eben immer noch irgendwas dran. Das ist dann Eingebundenheit, eingebettet sein. Und da merkst du schon, was das für eine andere Form von Wissenschaft ist, die sich da auftut. Da kann man nicht mehr das Einzelne lostrennen von dem anderen, sondern dann geht das alles in den Bereich Connectedness, also Verbundenheit. Und Compassion ist gewissermaßen das Gefühl, mit dem man diese Verbundenheit spürt. Das ist nichts, wofür man sich anstrengen muss, glaube ich, sondern das ist etwas, was eigentlich immer da ist, wenn man es nicht kaputt gemacht hat. Also ganz natürlich. Das gehört zur Natürlichkeit des Menschseins. Das, wir kommen ja alle schon mit dieser Grunderfahrung zur Welt, dass wir aus einer unglaublichen Verbundenheit, das ist ja schön, dass ich jetzt gerade mit dir rede, in diesem schwangeren Zustand, das Baby kommt aus einem Zustand vollständiger Verbundenheit auf die Welt und hat doch schon jetzt im Mutterleib lauter eigene Erfahrungen gemacht. Es lernt im Augenblick gerade, wie es mit den Füßen gegen die Bauchwand stoßen muss, um sich so ein bisschen in Bewegung zu bringen. Das lernt gerade, wie du riechst, weil das Fruchtwasser einen bestimmten Duft hat, den es dann wiedererkennt an deinen Brustwarzen.
weil da derselbe Duft rauskommt. Also da ist so vieles, was da jetzt schon von dem kleinen ungeborenen Kind gelernt wird. Und man könnte sagen, das sind dann die zwei Grunderfahrungen. Die eine ist Verbundenheit und die andere ist ja, Möglichkeiten der Selbstgestaltung. So. Also Autonomie, später heißt es dann Freiheit. Und das ist beides als Grunderfahrung in uns angelegt. Und es wäre ja absurd, wenn man das nicht in den Mittelpunkt aller Betrachtungen stellen würde. Und deshalb kommt jedes Kind mit der Fähigkeit zu Mitgefühl auf die Welt. Und ich würde sagen, es ist nicht mal eine Fähigkeit, es ist ein Bedürfnis. Und das können die auch. Aber wenn man dafür keinen Raum schafft, in dem dieses Mitfühlen von dem Kind als etwas Großartiges erlebt wird, dann geht's weg. Ja. Und wenn man gar Bedingungen schafft, wo das Kind was mitfühlt, merkt, dass das wehtut, das alles mitfühlen zu müssen, also elterlichen Streit zum Beispiel, dann entwickelt das Kind einen Mechanismus, um dieses Mitgefühl, was in ihm dann immer wieder wach wird, wenn die Alten sich streiten, unterdrückt. Also und das führt dann auch dazu, dass im Gehirn Vernetzungen entstehen, die dieses Mitgefühl, also diesen Bereich, aus dem das Mitgefühl erwächst und gesteuert wird, die hemmen das dann weg. So, und dann ist das Mitgefühl fort. Und das Komische ist wohl offenbar, dass wenn man das Mitgefühl an einer Stelle, also jetzt, weil die Eltern sich streiten, hemmt, dann ist das offenbar auch an anderen Stellen weg. Also auch das Mitgefühl gegenüber dem Freund, der da jetzt, weil man ihn geschubbt hat, hingeflogen ist. Das heißt, was bräuchte es denn? Also, dass Menschen in Konflikten sind, wenn man zusammen ist, das ist ja, das passiert, ne? Wenn Eltern sich streiten, das ist gesundes Streiten. Also, was bräuchte das Kind als jemand, das dabei ist, damit auch eine gesunde Beziehung zum Miteinandersein, zum sich finden in der Gegenseitigkeit und in dem anderen sehen? Also, wie kann man das, wie ist das? Das ist ja auch möglich, ne? Dass man das begleitet, miteinander zu sein, auch wenn es mal herausfordernd ist. Ja, ich bin ja so ein großer Freund von Einfachheit. Ich glaube, dann, wenn wir versuchen, die Dinge, oder andersherum, wenn man es, je besser man etwas verstanden hat, desto einfacher wird das. Kompliziert ist Mathe nur am Anfang. Ja, und so ähnlich ist das auch in diesen Bereichen, die uns selbst betreffen. Und es gibt etwas, was dann auf einmal alles ganz, ganz einfach macht. Und das ist, wenn man sich klar macht, dass im Hirn eines jeden Menschen und auch eines jeden Kindes schon und erst recht eines jeden Kindes nur das verankert wird, was diese betreffende Person als Lösung gefunden hat, um ein Problem zu bewältigen. Also es hat was mit diesem allgemeinen Prinzip zu tun, das im Hirn immer wieder durcheinander auftritt, weil kommt da Licht rein oder man hört was oder es passiert was, was nicht erwartet wird, kommt durcheinander rein und dann versucht das Hirn, also jedes lebende System macht das, braucht man nicht so ein bewusstes Gehirn haben wie wir. Also es will sich sozusagen aus sich selbst heraus wieder so zusammenordnen, dass alles wieder besser zusammenpasst. Also sonst könnte es gar kein Leben geben, wenn das nicht so etwas hätte, dass es sich immer wieder selbst ordnet, dass alles wieder gut zusammenpasst. Das muss es wohl auch machen, weil das ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, der das sagt, nur dann, wenn es gut zusammenpasst, wird auch möglichst wenig Energie verbraucht. Und wer das nicht hinkriegt, der fliegt auseinander und die in ihm enthaltene Energie verteilt sich dann wieder im Weltall. Wunderbar. Also versuchen wir immer Bedingungen zu schaffen, wo alles wieder passt. Und deshalb wird ein Kind eben, wenn sich die Eltern streiten, versuchen, es wieder passend hinzukriegen. Eine Möglichkeit, wie das geht, haben wir eben genannt, indem es, wenn es das nicht hinkriegt, dass die da endlich damit aufhören, dann unterdrückt es sein Mitgefühl. Also dann ist ihm das scheißegal. Dann macht es die Tür zu und geht raus und lässt die Alten sich die Köpfe einrennen. Das führt aber leider dazu, dass es dann auch in seinem weiteren Leben mit anderen Personen nicht dieses Mitgefühl herausbilden kann. Damit es das kann, braucht es immer wieder diese Erfahrung, dass es schön ist, mit ihm zu sein.
dann ist das eine Lösung und die wird dann im Hirn verankert. So, und jetzt können wir uns ja fragen, was könnten denn die Eltern tun? Wir sind nicht diese Eltern und wir wissen nicht, warum die so bescheuert sind und sich dauernd in die Haare kriegen. Möglicherweise mögen sie sich gar nicht, dann sieht es überhaupt nicht gut aus. Oder sie haben sich mal gemocht, aber nun inzwischen gemerkt, dass sie sich eher blöd finden, dann sieht es auch nicht so gut aus. Das Kind kann nie was machen. Also das Kind kann in so einer Situation, es ist überfordert. Das ist eine Zumutung für die Kinder. Also eigentlich müsste man die Eltern in den Hintern treten und ihnen sagen, mach das bitte woanders und nicht vor dem Kind. Ihr tut dem Kind damit nur weh. Also im Grunde ist es die Verantwortung der Eltern zu sorgen, selbst wenn es einen Konflikt gibt, dass der Rahmen... Vielleicht, weil sie wissen, dass sie sonst das Schönste, was ihr Kind besitzt, nämlich dieses Mitgefühl, kaputt machen. Insofern ist der Schaden, der durch so einen Streit entsteht, der ist riesig. Ja. Da geht's nicht nur, da wird ja dann immer gesagt, aber es ist vielleicht besser, wir trennen uns für das Kind. Ja, das ist alles in Ordnung, man kann sich auch trennen. Das macht auch Kindern nicht so sehr viel aus, wenn die Alten das nicht vor den Augen des Kindes vollziehen. Ihren blöden Streit und ihre Unzufriedenheit, auch zum Beispiel mit der Arbeit und mit allem Sonstigen, das sind Themen, die kann ein Kind nicht lösen. Und deshalb darf das auch nicht vor den Augen und Ohren der Kinder ausgetragen werden. Man darf Kindern, man muss Kindern so viele Probleme wie möglich bereiten, damit sie so viele Lösungen wie möglich selbst finden können. Aber eben bitte nur solche Probleme, die sie auch lösen können. Also zu wenig ist Mist, wenn Eltern alles aus dem Weg räumen, kann ein Kind überhaupt nicht lernen, wie es geht. Und zu viel ist auch Mist und vor allen Dingen solche Probleme, die es gar nicht lösen kann, die sind noch größerer Mist, weil das Kind dann an sich selbst zweifelt und sich dann auch oftmals selbst nicht mehr mag, weil es sich als unfähig erlebt, diese Probleme zu lösen. Das geht für mich so in die Richtung, wo ich auch gern hinfragen mag, und zwar oder forschen und explorieren mit dir gemeinsam dieses Thema Verantwortung. Also du hast ja so die erste Initiative, die du, wann war es, ist schon einige Jahre her, die Akademie für Potenzialentfaltung gegründet. Wie ist das, also wenn ich in meine Geschichte zurückgebe, mir gab es so Mitte der 20er einen Wendepunkt, früher habe ich das so bezeichnet, das war wirklich mein Tiefpunkt, so mir ging es nicht gut und in Wirklichkeit war es mein Breakthrough, also es war der Schritt in Richtung Herzensklarheit und Kraft und das höre ich ja immer wieder von Teilnehmerinnen, also das war mein Weg in Richtung Potenzial und mich erkunden und erforschen und schauen, was ist da eigentlich los. Und da bin ich immer dabei, ich werde nie aufhören, mich zu entdecken. Woher kommt die Herausforderung? Wie ist es, also in die Selbstverantwortung zu gehen, ist für mich ein lebenslanger Prozess und gleichzeitig in den letzten Jahren komme ich immer besser damit zurecht. Also ich merke, mein Leben wird viel schöner und bunter und es hat ganz viel mit Verantwortung zu tun. Also für mich zu verantworten mit dem, was bei mir passiert und mit dem die Kapazität zu haben, mit dem umzugehen, wie das Leben sich zeigt. Soll ich es mal sagen? Es ist wieder was ganz Einfaches. Also vorhin, ja. Der erste große Merksatz hieß, im Hirn werden nicht die Probleme verankert, die man hat, sondern die Lösungen, die man gefunden hat. In Klammern, das können manchmal auch ziemlich blöde Lösungen sein, Klammer zu. Wir sehen ja viele Leute, die rumlaufen, und Lösungen offenbar gefunden haben damals, als es nicht anders ging. Zum Beispiel muss immer alles ganz genau aufgeräumt werden. Und ja, und dann rennen die das ganze Leben lang als zwanghafte Aufräumer und Kontrollierer umher. Das sind ja ganze Berufe, die sozusagen da ihre Rekrutierung herkriegen. Also die Lösungen werden verankert, die ein Mensch findet, in Klammern, auch wenn sie nicht auf lange Sicht betrachtet, so optimal sind, Klammer zu. Und das Zweite ist, wir sind als Menschen, wir können gar nicht anders, als neugierig zu sein. Also diese Entdeckerfreude ist uns sozusagen innewohnend. Da muss man schon wirklich einiges tun, dass die kaputt geht.
Und solange wir als Entdecker unterwegs sind, geht es uns so wie dir, dass man auch irgendwann mal sich selbst entdeckt. Das ist eine Geschichte, die vor allen Dingen dann stattfindet, nachdem man sich vorher verloren hat. Da musst du dich wiederfinden. Und das ist ein tolles Erfolgserlebnis, auch eine Lösung. Aber ich glaube, diejenigen, die uns hier zuhören und zuschauen, können sich das selbst anschauen, wenn man einem kleinen Kind, ich habe jetzt so ein kleines Mädchen vor Augen, die jetzt 4 ist und anfängt, sich für Buchstaben zu interessieren. Das ist der helle Wahnsinn. Und jetzt fängt die an zu gucken und jetzt merkt sie, da gibt es Worte, die man aus dem Buch vorliest. Und dann will sie die Anfangsbuchstaben wissen. Jetzt kann sie dann auch schon ein paar Buchstaben aufschreiben. Sie kann schon ihren Namen schreiben. Und jetzt lernt die lesen und schreiben. So, mit 4. Und ganz aus sich selbst heraus. Und wenn die das tut, da ist die nur noch fasziniert von sich selbst. Die lernt das nicht, weil sie lesen lernen muss. Oder weil sich die Eltern so sehr freuen. Klar macht das dann noch ein bisschen mehr Spaß, wenn man sagt, wow, das kann ich ja sogar lesen. Hast du hier aufgeschrieben. Und dann ist die Freude noch ein bisschen größer. Aber im Kern ist es ihre eigene Freude über das, was sie da jetzt hinkriegt. Und das ist das schönste Gefühl, was es im Leben eines Menschen gibt, dass der sich freut über das, was ihm gelingt. Und das wird dann eben sehr schnell kaputt gemacht, indem wir anfangen, unsere Kinder zu erziehen und dann später, wie wir das nennen, zu bilden oder besser wäre, sie für irgendwas Späteres auszubilden. Und das sagen wir denen dann, wie es gemacht werden muss. Da ist nicht mehr, da geht es nicht mehr darum, dass die was entdecken und rausfinden, wie es geht, sondern da wird ihnen erzählt, wie es zu sein hat. Und das ist dir dann auch passiert und dann musst du deine eigene Entdeckerfreude und Gestaltungslust sozusagen erkennen. Das ist auch sowas wie vorhin, was wir besprochen haben, Mitgefühl. Das, wenn das also immer ins Leere läuft und noch dazu verletzlich wird, dann muss es weg. Und die Entdeckerfreude sich nicht entfalten kann, weil dir dauernd einer sagt, was du zu tun und zu lassen hast, muss sie weg. Sonst ist es ein dauernder Unruheherd im Hirn. Das hält keine Sau aus. Also bilden sich im Hirn Vernetzungen, die legen sich da drüber und dann ist sie weg. Jetzt bei Corona, die Kinder, die so lange nicht raus durften, nicht mit den anderen spielen durften. Was denkst du, was da für Vernetzungen entstanden sind, die dieses alles weghemmen, was ein Kind lebendig macht? Das ist der Grund dafür, dass uns die Kinder inzwischen irgendwie halb tot vorkommen. Die laufen ja sozusagen stur wie ein Bock mit der Maske allein auf dem Schulweg nach Hause und kommen nicht mal mehr auf die Idee, diese Maske abzusetzen. Also das wird dann weggehemmt und dann kann es aber passieren, das würde ich auch, so wie du das beschrieben hast, fast wie ein Erweckungserlebnis dann beschreiben, dann kann es irgendwann im Leben passieren, dass man wieder zurückfindet, dass man diese Entdeckerfreude wiederfindet. Manchmal passiert das, weil man sich verliebt hat. Manchmal passiert es, weil man sich selbst wieder begegnet durch irgendein großes, irgendwie bedeutsames Ereignis. Also manchmal geht es beim Lesen eines Buches, dass es einen irgendwie ergreift und dann haut es einen um. Und dann merkt man plötzlich, man lebt das falsche Leben. Da ist einem das Wichtigste, was man eigentlich hat, das ist einem da abhanden gekommen. Ältere Leute, die beschreiben das dann häufig als so ein Hamsterrad. Da sitzen die drin, das ist ihr Leben. Ne? Da sitzen sie wie der Hamster drin und drehen sich im Kreis. Ja, furchtbar. Und die wissen nicht, die merken das oftmals gar nicht. Wenn sie merken, dass es ein Hamsterrad ist, können sie ja wenigstens gucken, wo der Ausgang ist. Aber manche halten dieses Hamsterrad für das Leben und strengen sich immer mehr an, dass sie da vorankommen. Das heißt, die Plastizität des Hirns lässt es eigentlich zu jedem Moment im Leben zu, egal, altersunabhängig, dass es sich neu formt, dass es durch Stimulierung sich wieder entfaltet, sozusagen. So. Ja, das ist aber, da merkst du, da ist schon viel altes Denken, auch in der Art und Weise, wie du das formulierst, mit drin, weil durch Stimulierung. Ja. Nein, nicht durch Stimulierung. Ja. Sondern dadurch, dass in dir selbst das Interesse wieder wach wird. Das kommt aus dir, das kommt nicht von außen. Da kannst du da draußen stimulieren, so viel du willst. Da passiert in mir nichts. Ja. Das ist, glaube ich, ein Grundproblem unserer gegenwärtigen Pädagogik, auch der Psychologie,
dass wir denken, es ginge von außen, dass man einem anderen etwas sagt, dass man dem was erklärt, dass man den berät und unterrichtet und so. Ja, das kann man, zu so einem Bild kann man nur kommen, wenn man denkt, dass der andere wie ein Objekt behandelt werden kann. Das, was sich da jetzt viel deutlicher abzeichnet, ist, dass man auf diese Weise ja durchaus andere Menschen in der gewünschten Weise verbiegen und zurechtbiegen kann. Das ist aber keine Veränderung, die sich in diesen Menschen wirklich vollzieht, sondern das ist, er wird in eine Form gepresst und nimmt dann diese Form an und identifiziert sich auch noch mit der so entstandenen Form. Das ist ganz elend. Aber das ist alles von außen gemacht. So, und in dieser, nennen wir es mal, in dieser Form, die er da angenommen hat, also wie so ein Obstbäumchen, was von den Spalierobstbauern da an die Drähte gebunden worden ist, da hat er nun eine Form angenommen und mit der Form identifiziert er sich, bringt auch große Äpfel und Ertrag und so. Aber aus dieser Form kommt er ja nicht wieder alleine raus. Und in dieser Form passiert auch im Hirn eigentlich nichts mehr. Das, was du da erlebt hast, ist, du hast die Drähte abgeschnitten, mit denen du dich selbst an diese Spalierobstreihe eingestellt hast. Und woher kommt das? Und das ist nicht ein Stimulus, das ist ein Wiedererwachen deiner eigenen intrinsischen Motivation. Dein Leben selber zu gestalten, es selber in die Hand zu nehmen, die Dinge selbst zu entdecken und dich nicht von anderen sozusagen im Leben an der Leine herumführen zu lassen. Ja, wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. Schaffen nicht alle. Ja. Manche sind auch ständig nur damit beschäftigt, sich gegen diese Maßnahmen zu wehren. Das ist dann, das reicht ja auch nicht. Da ist man ja auch nur unter Druck, weil ich mich ständig wehren muss. Und manche haben richtig traumatische Erfahrungen gemacht, die sie nie wieder vergessen können. Das ist auch ein ständiger Druck, da kann sich niemand entfalten unter solchen Bedingungen. Und deshalb ist es gut, wenn wir miteinander reden, wenn wir einander helfen. Weil am Ende ist einem das ja von anderen zugefügt worden. Dass ein Mensch anfängt, sich sozusagen zu unterwerfen und das zu machen, was die anderen wollen, oder dass ein Mensch anfängt, sich verführen zu lassen und das sogar selber will, was die anderen wollen und wie sie ihn benutzen wollen, das sind ja Dinge, die kann man ja nicht allein. Das ist ja immer in der Interaktion mit anderen Menschen passiert. Das ist also eigentlich ist es eine soziale Erfahrung. Und wenn die so im Hirn verankert worden ist, dann lässt die sich auch nur auflösen. Nicht allein, sondern mit anderen. Und dann muss man Menschen Gelegenheit geben, eben eine andere, eine schönere, eine günstigere Erfahrung im Zusammensein, im Zusammenleben, im Miteinander gestalten und aufeinander eingehen zu machen. Das ist dann, dazu kann man kann aber niemanden zwingen, so eine Erfahrung machen zu wollen. Die kann er nur machen, wenn er das selber will, der andere oder die andere. Und deshalb geht es dann eigentlich auf einmal nicht mehr darum, den anderen zu stimulieren, sondern man müsste ihn einladen, ermutigen und inspirieren, dass er selber es will. Das ist der Stimulus, wenn er es selbst will. Jetzt habe ich es aber jetzt habe ich es erklärt, oder? Jetzt, ja. Alles klar? Ja, ich denke schon. Bleibt das alles eigentlich in der Ecke sitzen, wo Pavlov und Skinner und die Konditionierung ist. Ja. Also die Abrichtung, Dompteurstum, also Dompteure im Zirkus, Abrichtung und Dressur, das will ich nicht mehr. Das ist menschenunwürdig. Aber wir machen das natürlich überall. Also jetzt unsere Corona-Maßnahmen, Abrichtung und Dressur. Wie im Zirkus. Selber denken, nicht gefragt. Wenn du in die, bleiben wir gerade dort, wenn du in diese, ja, in die heutige Zeit schaust, in die Welt jetzt, wie sie gerade läuft, bei uns in Österreich gibt es ja auch das Andenken der oder das ausformuliert bereits, ist bereits ausformuliert der Impfpflicht und die ganzen Maßnahmen, also es wird, genau, es tut sich ganz viel und wenn du da hinschaust, wo siehst du einmal die größte Herausforderung, aber auch das größte Potenzial?
dessen, was gerade passiert. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Das ist, manchmal ist das vorteilhaft. Und da kommt man, wenn man so alt ist wie ich, nicht auf die Idee, dass diese gegenwärtigen sozialen und ökonomischen Verhältnisse, dass das sozusagen das Ende der Welt ist und dass das nun für immer so sein wird. Ich habe noch so die Nachwehen des Dritten Reichs miterlebt. Ich habe diesen Aufbau des Sozialismus in der DDR miterlebt. Ich bin dann in den Westen abgehauen und habe miterlebt, wie die hier unterwegs sind. Und wenn man so, ja, vielleicht ist das mal ein Plädoyer dafür, die Nase, vor allen Dingen, wenn man ein junger Mensch ist, mal in verschiedene Kulturen reinzuhängen, damit man mal sieht, dass das alles unterschiedlich ist und dass nichts von dem das Ideal ist, was man sich vorstellt. Also immer nur, das sind alles nur Übergangsphasen. Immer ist der Mensch, muss ja mit diesem zeitlebensplastischen Hirn auf der Suche. Auch auf der Suche, wie er sein Zusammenleben gestalten kann. Und natürlich ist das nicht immer die optimale Variante, die er da findet. Also ein autoritäres Herrschersystem hat auch erstmal eine gute Funktion, insofern als es wenigstens Ordnung in das System reinbringt. Aber da kann sich keiner richtig entfalten. Und wenn Menschen sozusagen auf einmal, so wie in unserer Gesellschaft, sich so entfalten können, dass sie doch im Grunde genommen von Wirtschaftsinteressen geleitet werden und wenn sie eigentlich nur Masse für eine wachstumsorientierte Konsumindustrie sind, dann muss ich sagen, das ist auch nicht das, was wir brauchen. Und das sind aus den Unterdrückten von früher auf einmal verführte Konsumenten geworden. Und dann macht es, also finde ich das nicht weiter erstaunlich, dass auch so ein System, was so etwas macht, irgendwann an die Grenzen kommt. So wie dieser Ostblock an die Grenzen gekommen ist mit seiner Art Sozialismus zu machen, so kommt dieses System hier mit seiner Art Kapitalismus zu machen eben auch an seine Grenzen. Und ich glaube, dass wir die jetzt schon seit ungefähr 2-3 Jahrzehnten erreicht haben. Also und jetzt erleben wir, wie sich ein System an sich selbst aufhängt. Das kann ja passieren. So. Im Gegensatz zu diesem Zusammenbruch des Sozialismus in Anführungsstrichen im Osten ist jetzt aber kein großer Bruder da, der einen da sozusagen rettend unter die Arme greift. Und deshalb ist das ein globaler Prozess geworden. Hier bricht im Augenblick eine Weltordnung zusammen. Und dann braucht man eine Lösung. Wenn alles so wegrutscht, braucht man eine Lösung. Und die Lösung heißt immer in der Geschichte, man muss den Leuten vor irgendetwas Angst machen. Und dann kann man sie wieder führen. Das haben sie immer so gemacht. Das ist seit Cäsar schon so. Also wahrscheinlich schon länger. So, und jetzt erweist sich aber diese Angstmacherei wieder als fatal, ja, weil wir wissen, das Virus ist lebendig. Das, also unter uns gesagt, das kann man nicht besiegen. Also wer auf so eine Idee kommt, ein Virus besiegen zu wollen, der muss im Biologieunterricht nicht richtig aufgepasst haben. Also das wird sich immer wieder verändern. Das wird sich niemals besiegen lassen. Man kann mit Viren nur leben lernen. Und jetzt hat man sich aber so verstiegen in diese Idee, das Virus besiegen zu wollen und es dann auch noch mit einer Impfung zu machen, auch vor allen Dingen in Österreich. Und jetzt glaubt man, und jetzt weiß man eigentlich nicht, wie man wieder aus der Nummer raus soll. Also wie kann jetzt ein vernünftig denkender Politiker seinem Volk erklären, dass das mit der Impfung wohl doch nicht so eine tolle Idee ist, weil die Impfung hilft weder vor den Infektionen, noch hilft sie davor, dass man selbst infiziert wird und das dann auch noch weitergibt. Und dann wird dann immer gesagt, aber sie hilft vor schweren Verläufen. Das mag zwar sein, aber das habe ich bisher immer nur als Behauptung gesehen. Ich möchte mal ein paar Zahlen sehen. Also ich möchte auch mal wirklich wissen, wer tatsächlich, wie viel Prozent derjenigen, die auf den österreichischen Intensivstationen liegen, tatsächlich geimpft sind und wie viel Prozent nicht geimpft sind. Davon, dass mir immer eine Intensivstation vorgeführt wird, auf der die Ärzte behaupten, bei ihnen seien nur Ungeimpfte. Ich bin Wissenschaftler. Also das überzeugt mich noch nicht. Also hier haben wir jetzt ein richtiges Problem und ich schaue dem Ganzen zu und
gehe davon aus, dass das Virus am Ende schlauer ist als wir oder diejenigen, die bisher geglaubt haben, sie könnten es besiegen. Das wird sich schneller verändern, als wir uns das vorstellen können. Und es hat ja jetzt auf einmal auch eine sehr besonders clevere Lösung gefunden. Es ist noch viel ansteckender geworden, als es vorher mal war. Es hat gelernt, unser Immunsystem zu umschiffen. Das kann es nur gelernt haben, indem es bei den Geimpften, die ja die Antikörper hatten, gelernt hat, sich so zu verändern, dass die Antikörper da machtlos waren. Und das breitet sich jetzt rasant aus und wirft jetzt alles über den Haufen, was wir bisher an Abwehrmaßnahmen uns ausgedacht haben. Und vor allen Dingen ist die Impfung total absolut Blödsinn. Also die macht gar keinen Sinn mehr. Deshalb wünsche ich der österreichischen Regierung, dass sie noch ganz fest weiter behauptet, dass die Impfung schützt und dass sich alle Österreicher impfen lassen. Am besten ist, sie macht ein Gesetz, dass jeder geimpft werden muss. Das ist die beste Möglichkeit, sich selbst endlich abzuschaffen. Tut mir leid. Umgelaufen. Es hat nur ein, das muss ich an der Stelle eben auch mal sagen, es hat unendliches Leid über unsere Länder gebracht. Es hat unglaublich vielen Menschen unendlich wehgetan und ja, das, vielleicht können wir daraus, und wir wollen es ja positiv drehen, auch eine Erfahrung mitnehmen, nämlich, dass wir uns einfach, wir müssen wohl lernen, dass wir nicht die Herren dieser Welt sind und die Beherrscher dieser Welt. Wir müssten uns von unserem Machbarkeitswahn verabschieden und uns wieder daran erinnern, dass wir etwas sind, eine Lebensform sind, die aus dem lebendigen Entfaltungsprozess auf diesem Planeten hervorgegangen ist. Wir sind Teil dieses Lebens und deshalb dürfen wir nicht anderes Leben benutzen, um uns von dem abzugrenzen oder um es für unsere Zwecke einzusetzen. So, da rede ich über Masthühner und Mastschweine und da rede ich auch über den tropischen Regenwald. Das, wie wir uns auf der Welt im Augenblick benehmen, ist eines Menschen nicht würdig. So, und jetzt kommt der schöne frohe Botschaft und deshalb trägt diese Pandemie und alles, was wir im Augenblick falsch machen, dazu bei, dass immer mehr Menschen zur Vernunft kommen, sich rückbesinnen auf das, was ihr Leben eigentlich lebendig und lebenswert macht, was ihrem Leben einen Sinn verleiht. Plötzlich tauchen solche Fragen auf. Und in dem Maße, wie Menschen sich mit der Frage beschäftigen, wozu sie eigentlich da sind, können die gar nichts anderes, als auf die Idee zu kommen, dass sie bestimmt nicht dazu da sind, dass sie Freizeit verbringen und irgendwas konsumieren und sich was kaufen, sondern die können nur auf diesem Planeten dazu da sein, um dafür zu sorgen, dass die Vielfalt an Lebensformen auf diesem Planeten erhalten bleibt. So, und das sind wir auf einem anderen Dampf unterwegs. Und das muss ja global passieren. Und deshalb glaube ich auch, dass es so eine Art Erwachen ist, was wir im Augenblick erleben, wo das noch nicht so richtig zu spüren ist, weil natürlich viele noch in den alten Mustern unterwegs sind. Aber es findet ein allmähliches Erwachen von Menschen statt, die plötzlich nicht Verantwortung übernehmen, sondern ihre eigene Verbundenheit mit dem Lebendigen wieder spüren. Und eine ganz einfache Möglichkeit, um diese Lebendigkeit und diese Verbundenheit mit dem Lebendigen wieder zu spüren, ist, dass man einfach erstmal anfängt, ein bisschen bei sich selbst zu gucken. Und ja, man könnte einfach mal versuchen, ein bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen. Dann würde man sich wieder mit sich selbst als dem lebendigsten und naheliegendsten Lebendigen, was es gibt, verbinden. Und ja, und dann könnte etwas passieren, was die meisten für unmöglich halten, nämlich dass man anfängt, sich selbst zu mögen. Und dann wissen wir ja alle, jemand, der sich selber mag und der sich in seiner Haut wohlfühlt, der bringt nicht nur glückliche Kinder zur Welt, sondern der bewegt sich auch in der Welt so, dass das kein Hassprediger wird, sondern eben ein Friedensstifter. Der trägt die Liebe in die Welt, wenn man es noch ganz prosaisch sagen will. Ja. Aber nicht deshalb, weil er sich anstrengt, sondern weil er sie in sich selbst lebt. Und zwar, indem er liebevoll mit sich selber umgeht. Ich habe noch nie
jemanden gesehen, der liebevoll mit anderen Menschen umgegangen ist, wenn er das nicht zuvörderst erstmal mit sich selbst gemacht hat. Ja. Vielleicht ist das so ein Teil deines Selbstfindungsprozesses, dass du plötzlich wieder gemerkt hast, dass es eigentlich, dass du dich selber verloren hast, dass du den Kontakt zu dir verloren hast. Und dann fängst du an, dich wieder zu fragen, was du eigentlich doch gebraucht hättest, was dir da fehlt. Und schon verbindest du dich mit dir selbst. Und das ist der Weg, wie man anfängt, wieder liebevoll mit sich selbst umzugehen. Mhm. Andere machen das beim Essen. Die fragen sich, ob ihnen das überhaupt gut tut, was sie da alles essen und wo sie essen und wie sie essen. Man könnte es auch anders machen. Andere können es beim Fernsehen versuchen, dass sie einfach mal den Mist abstellen, der ihnen sowieso nicht gut tut, anstatt ihn gewohnheitsmäßig wie so ein Mastschwein jeden Abend am Sofa anzugucken. Braucht man nicht. Lieber wieder selber gestalten, lieber mal den Knopf suchen, wo es ausgedrückt wird. Was sind denn deine Strategien im Alltag? Ich habe keine, ich freue mich einfach, dass ich schon wieder so einen schönen Tag habe. Ich habe jetzt den Vorteil, dass ich nicht mehr jeden Tag da irgendwo in so eine Institution rennen muss, aber das muss ich ja schon viele Jahre nicht. Diese Akademie habe ich eigentlich gegründet, damit ich eine Institution hatte, wo ich diese Arbeit machen konnte. Die Uni war es ja dann nicht mehr und Forschungseinrichtungen, die so etwas machten, wie das, was mich da interessierte, gab es auch nicht. Und insofern verbringe ich im Augenblick sehr viel Zeit draußen im Wald. Mhm. Und jetzt hat es wieder geschneit, also ich werde heute sicherlich nochmal mit meiner Frau ein paar Stunden da draußen zubringen. Langlauf betreibt man hier in den Mittelgebirgen, nicht Abfahrtslauf. Und der ist schön, weil dann kommt man auch immer wieder an Stellen, wo man noch nie gewesen ist und wo vor einem, das sieht man dann ja auf dem Neuschnee, überhaupt auch noch keiner gewesen ist. Finde ich toll, solche Gegenden. Ich gehe gerne dort lang, wo noch keiner war. Vielleicht ist es das. Also hinter dem Nachlatschen, wo alle schon alle so eine breite Spur getrampelt haben, das mag ich nicht so gerne. Das braucht es ja auch eigentlich nicht. Sind ja schon genug in die Richtung unterwegs. Ich gehe dann nicht in die andere. Wenn du dich einmal so ganz kurz so in die Augen deiner Enkelkinder reinversetzt und sag, und so ja, dich als dein Enkelkind einladest, so zu schauen, was ist so die Blue Sky Vision, also eben der Weg ohne Spur, da wo noch niemand gegangen ist. Wie sehen die Enkel die Traumwelt? Also was ist der blaue Himmel, die Sonne? Wie ist die Welt so, wie sie absolut im Traum ist, in der Vision, aus dem Kinderauge? Na, für die ist ja alles faszinierend. Das ist das, was ich da tagtäglich sehe. Wenn die klein sind, ist alles, was sie da wahrnehmen und alles, was sie tun und alles, was sie auch zustande bringen, alles ist gleichermaßen faszinierend. Und daher kommt ja auch diese immense Entdeckerfreude und Gestaltungslust, weil das so Spaß macht, also ständig was Neues herauszufinden. Also wie jetzt das eine Ding in das andere reinpasst oder so, keine Ahnung. Ich glaube, dass und das, was die Kinder ja tun, ist, sie probieren spielerisch aus, was geht und lernen dabei, wie das Leben geht. Da braucht man die eigentlich nicht zu erziehen und auch nicht zu bilden. Also man muss ihnen nur Futter geben für dieses Spiel und dieses spielerische Lernen. Und trotzdem steckt da etwas drin, wo ich auch merke, das wird manchmal missverstanden, weil es sehr viele Eltern offenbar zu geben scheint, die glauben, dass das Kind aus sich heraus den Weg findet, um sich in dieser Welt zurechtzufinden. Und das wird es nicht, das wird nicht passieren. Weil das Kind weiß nicht, wie das Leben geht. Das muss ihm irgendjemand zeigen. Es braucht Eltern, die auch eine bestimmte Position vertreten, die auch eine Haltung haben, die auch deutlich machen, dass sie keine Objekte sind, die man benutzen kann. Sondern die dann sagen, nee, läuft nicht mit mir. Orientierung. Das hier findet bei uns in unserer Familie nicht statt. Aus.
So, das sind mal ziemlich klare Wegmarken, die man da wohl ab und zu mal aus Liebe setzen muss. Und dazu gehört auch dann mal Nein zu sagen. Damit macht man das Kind nicht zum Objekt, sondern man sagt, ich möchte das nicht. Oder wir wollen noch schöner, also wir in unserer Familie machen das so nicht. Und damit kann man dem Kind helfen, sich selbst sozusagen zu orientieren. Das sind diese Probleme, die ich vorhin gemeint habe, als ich gesagt habe, man muss seinem Kind möglichst viele Probleme machen, damit es die Lösungen findet. Und damit, glaube ich, müssten wir schon früher anfangen, als wir das so bisher machen. Wir fangen immer erst an, wenn schon zu spät ist. Also wenn der dann ständig mit den Freunden, der Sohn ständig mit den Freunden in den Computerspielen abhängt. Also dann zu sagen, nein, ihr in unserem Haus findet das nicht statt, das nützt nichts, dann geht er zu den Freunden und macht es dort. Da ist zu spät. Und dann darf man auch nicht das Nein, das sollte man nicht machen, man sollte nicht das Nein so in den Raum stellen, sondern es braucht ein Angebot, also einen Lösungsvorschlag. Und mit Kindern gemeinsam ein Baumhaus zu bauen, ist tausendmal interessanter, als dass die sich ein YouTube-Video anschauen oder wie das heute, was sie da heute, TikTok oder so, also irgend so ein Video anschauen, wie andere Kinder ein Baumhaus bauen. Das ist total langweilig dagegen. Also raus ins lebendige Leben mit den Kindern und nochmal gucken, dass es dort wirklich was zu erleben gibt, dass da was zu gestalten gibt und vor allen Dingen, was ja an diesen Geräten überhaupt nicht geht, dass man sich um etwas kümmern kann. Und dass man Kindern hilft, sich um etwas zu kümmern. Da sind wir jetzt wieder bei Compassion. Kümmern kann man sich nur um etwas, mit dem man sich verbunden fühlt und wo man so etwas wie Mitgefühl hat. Ein Pferd, ein Hamster, vielleicht auch die Kaulquappen, Teich oder die kleinen Frösche. Also wenn man etwas als Kind hat, worum man sich kümmern kann, ist das, glaube ich, das Wichtigste, weil das einem eine Orientierung im Leben bietet und einem hilft, das zu erleben, worauf es vielleicht im Leben ankommt, dass man sich kümmern darf. Das ist ja wie mit dem Verschenken. Es ist viel schöner, was zu verschenken, als was zu bekommen. Eigentlich. Lernlust.jetzt, liebevoll.jetzt und die Akademie für Potenzialentfaltung. Ich mag es noch einmal so am Ende von unserem Gespräch benennen. Magst du noch was sagen zu den Initiativen? Also ich weiß ja ein bisschen was, aber ich mag, dass du, ja, wenn Menschen das jetzt hören oder sehen, man kann ja beitreten, ne? Man kann ja in verschiedenster Form Teil sein und aktiv sein oder genau, also. Also die gesamten Aktivitäten, die ich sozusagen dann auf der Umsetzungsebene betreibe, die laufen zusammen in dieser Akademie für Potenzialentfaltung, eine gemeinnützige Genossenschaft. Und da freue ich mich, wenn da ganz viele Mitglied werden. Die müssen sich aber im Klaren darüber sein, dass sie dafür nichts kriegen. Das ist kein Dienstleistungsbetrieb. Insofern ist der Name Akademie für all jene falsch, die davon ausgehen, dass man dort als belehrt wird und ausgebildet wird oder irgend so etwas, sondern das ist, wie es ursprünglich mal war, das ist ein Wandelgang unter den Arkaden, wo sich Menschen austauschen und Wege suchen, wie sie etwas auf die Beine stellen können. Also wie sie Probleme lösen können, die sie so kennen. Und deshalb ist diese Akademie eine einzige große Einladung, dass Menschen sich zusammenfinden mögen und das, was ihnen da spannend erscheint, das kann dann einer vortragen und dann finden sich immer ein paar andere, die das mit ihm zusammen machen. Und immer geht es um Gemeinschaften. Es geht nicht um den Einzelnen, es geht um Gemeinschaften, weil Potenzialentfaltung, also die Entfaltung der in uns Menschen, auch in jedem Einzelnen angelegten Potenziale, nur möglich ist. In einer Gemeinschaft. Da hatten wir vorhin ja drüber gesprochen, als Einzelwesen sind wir eigentlich überhaupt nicht lebensfähig. Und geschweige denn, dass wir unsere Potenziale entfalten könnten, als Einzelne, ganz allein im Wald oder sonst wo. Und ein wesentlicher Bereich und der Aktivitäten der Akademie besteht
und wird auch immer stärker in diese Richtung gelenkt, dass wir Initiativen hervorbringen, ähnlich wie so ein Inkubator, fliegen da oben Initiativen raus. Eine heißt Würdekompass. Genau, der Würdekompass, genau. Inzwischen, ich glaube, so ich weiß jetzt gar nicht, wie viele es wirklich sind, aber sagen wir 200 oder 300 solche Würdekompassgruppen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die sich regelmäßig getroffen haben, die jetzt in der Corona-Zeit ein bisschen gelitten haben, aber manche haben es auch virtuell wieder hingekriegt. Das kommt auch sicherlich wieder in Gang. Eine andere schöne Initiative, die ist eben Liebevoll Jetzt, heißt die. Da versammeln sich Menschen, die so auf die Idee gekommen sind, dass sie ein kleines bisschen liebevoller mit sich selbst umgehen können und noch nicht genug Mut haben, das auszuprobieren und sich deshalb ein bisschen so Rückenstärkung bei anderen holen. Man merkt, es sind eigentlich immer Gemeinschaften, wo Menschen dann zusammenkommen, um sich gegenseitig zu stärken. Und eine Jüngste ist jetzt die Lernlust.Punkt jetzt. Das ist eine Initiative, da werden Menschen, also Eltern, aber auch Lehrer und andere interessierte Erwachsene aus einem Ort eingeladen, sich zu einem Bündnis zusammenzuschließen. Und dieses Bündnis Lernlust, hier bei mir hieße das Bündnis Lernlust Witzenhausen, geht dann zu der örtlichen Schule und stellt sich den dort Verantwortlichen vor und sagt, wir würden Ihnen gerne helfen, dass in dieser Schule, also hier in unserer Schule, kein einziges Kind mehr seine Freude am Lernen verliert. Was können wir tun? Was brauchen Sie? Geben Sie Bescheid. Und dann ahnt man, das ist ein Weg, wie man Schule verändert. Wir versuchen im Augenblick, ich habe immer das Bild, das ist auch auf der Webseite zu sehen, wie so ein großer Ozeantanker ist unser Schulsystem unterwegs, Kurs im folgenden Jahrhundert eingestellt, oben auf der Kommandobrücke lauter Leute in Uniformen, die sich als Kapitäne betrachten und das Schiff aber schon lange nicht mehr lenken können. Das stimmt jetzt so. So, und jetzt binden wir an diesen Tanker da seitlich Beiboote an, also so Schlepper und so. Und die ziehen alle in diese Richtung, wo mehr Freude am Lernen ist. Dann bin ich fest davon überzeugt, wenn da genügend an der Seite dran sind und in diese Richtung ziehen, dann bewegt sich das Schiff in diese Richtung. Jetzt haben wir ungefähr 100 solche Ortsbündnisse, auch wieder Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir brauchen aber 10.000, wenn nicht gar 100.000. Aber wenn dann wenigstens 10.000 dranhängen seitlich, dann spüren wir, wie sich das Schiff bewegt. Und das ist so ungefähr das, wozu ich alle einlade, die uns hier zugehört und zugeschaut haben. Und wo ich mich freuen würde, wenn sich ganz viele dann auch entschließen, so ein Bündnis an dem Ort aufzubauen, wo sie sind. Entweder für die Wiederentdeckung und die Bewusstwerdung der eigenen Würde oder aber für die Leute im Ort, die Lust haben, ein kleines bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen. Oder aber für die, die sagen, wir wollen uns darum kümmern, dass in unserer Gemeinde, in unserem Stadtteil oder wo auch immer, kein einziges Kind mehr heranwächst und dabei seinen wichtigsten Schatz verliert, die Freude am Lernen. Das darf alles darf weggehen, aber die Freude am Lernen darf nicht weggehen. Genau. Ich werde auch alle die Links zu den Seiten in die Shownotes schreiben, also die kann man dort finden und ich weiß, dass es Kontaktpersonen gibt, denen man e-mailen kann, wo man dann auch Unterstützung kriegt für etwaiges Beitreten oder Beitrag oder wie auch immer. Genau. Und jetzt magst du noch was sagen zum Abschluss? Ist irgendwas noch da, was du gern noch sagen magst zum Abrunden, irgendwas von deiner Seite? Nein, ich möchte nichts weiter sagen, außer dass mir dieses Gespräch mit dir sehr gefallen hat, dass ich alle, die uns hier zugeschaut und zugehört haben, sehr herzlich Grüße. Bleibt bei euch. Versucht, liebevoll mit euch selbst umzugehen. Und dann bitte, damit wir vorankommen, müssen wir versuchen, alles etwas langsamer zu machen. Es geht alles viel zu schnell. Gelassenheit ist vielleicht das richtige Wort. Weil dann kommt man aus diesem Druck raus und dann kann das stattfinden, worüber wir hier so ein bisschen geredet haben, nämlich Rückbesinnung.
Es geht eigentlich darum, dass wir uns wieder zurückbesinnen und uns klar wird, worauf es im Leben wirklich ankommt, worum es geht. Und wir haben uns da ziemlich verrannt in unserer gegenwärtigen Gesellschaft. Also, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Meine Tochter würde jetzt sagen, vielen Kätzchen Dank. Vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Gerald. Danke dir. Gerne. Ciao. Baba. Ciao.